Hallo Calvin. Hallo Leute von der Eule. Deine Partei in drei Worten. Der ECDS steht für seriöse Hochschularbeit. Wir versuchen uns immer für die Studenten einzusetzen und wir versuchen auch immer produktive Lösungen zu finden. Deine Liste gewinnt die Wahlen. Was ändert sich? Wir wollen vor allem für die Studenten da sein und dabei vor allem das Studieren so einfach wie möglich gestalten. Das heißt, dass sich der Student wirklich oder die Studentin wirklich nur auf das Studium auch konzentrieren kann und nicht, sage ich mal, sich mit vielen anderen organisatorischen Sachen auseinandersetzen sollte. Weil deswegen sind wir ja letzten Endes hier, wir sind ja hier nicht, weil es eine Freizeitveranstaltung ist, sondern weil wir auch studieren wollen. Was ist eure größte Schwäche? Unsere größte Schwäche, ich würde sagen momentan natürlich, dass wir uns etwas auch in der Umstrukturierung befinden. Aber das ist natürlich dem Wesen geschuldet, der Hochschulpolitik. Es ist natürlich ein Kommen und Gehen immer. Einige kommen zu, andere verlassen uns und damit immer zurechtzukommen, das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber wir tun unser Bestes. Ihr seid einer der ältesten und einflussreichsten Studentenverbände Deutschlands. Warum erhaltet ihr an der Uni Bremen dann nur so wenige Wähler? Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Ich denke mal, darauf gibt es keine einfache Antwort. Da spielen, denke ich mal, verschiedene Gründe auch mit rein. Nun ist es so, dass ich glaube, dass jeder Hochschulstandort in Deutschland auch unterschiedlich stark geprägt ist von Gruppierungen oder von Strömungen oder halt auch von dem Bild der Studenten und der Studentinnen. Ich würde sagen, dass wir halt in Bremen, dass es natürlich so ein bisschen vielleicht pathologisch über die Jahre auch gewachsen ist. Also, dass wir halt über die Jahre so ein bisschen haben federn lassen. Und wenn man es natürlich jetzt mit anderen Standorten vergleicht, wie beispielsweise, sagen wir, Bundesländer wie Bayern, da sieht man natürlich deutliche Unterschiede auch. Wir versuchen halt einfach immer unser Bestes zu geben und immer zuerst auf uns selbst zu schauen und nicht auf andere. Und am Ende entscheidet die Wählerin oder der Wähler. Eure Liste tritt den Wettkampf an. Gegen welche Hochschulsportart tretet ihr an? Da aus der Vergangenheit ja auch bekannt ist, dass wir auch gerne mal etwas rabiate Aktionen hatten, würde ich sagen, dass wir uns vielleicht mit einer Rugby-Mannschaft auch vergleichen können. Da geht es ja auch heiß her und wir werden auch mit Haken und Ösen gekämpft. Aber ich denke mal, das gehört zum Wahlkampf dazu und dementsprechend würde ich vielleicht da den Vergleich auch ziehen wollen. Was meinst du mit rabiaten Aktionen? Mit rabiaten Aktionen, wenn man das in der Vergangenheit gesehen hat, wir hatten immer unsere eigenen Forderungen und ich möchte betonen, dass sie sachlich waren und dass wir eigentlich immer auch am Wohl der Studierendenschaft interessiert sind. Und wenn man natürlich etwas auf den politischen Gegner Bezug nimmt, haben wir natürlich versucht, durch etwas größere Aktionen vielleicht auch Aufmerksamkeit zu erregen für unsere eigentlich sachlichen Positionen. Mit welcher Liste würdet ihr euch zusammenschließen? Also ich würde eher sagen, wenn man das jetzt über die letzten Jahre verglichen hat, es waren ja auch durchaus die Liberalen mit dabei, die wir durchaus auf unseren Standpunkten teilweise auch gesehen haben. Dieses Jahr haben wir jetzt auch gesehen, dass die Juristen auch eine eigene Liste versucht haben zu starten. Und ich würde sagen, eher in dem Spektrum auch, ja. Aber das dürfte ja auch nichts Neues sein. Ich denke, das haben wir die letzten Jahre auch schon so vertreten. Und ja, deswegen Überraschung. Zeig uns dein Wahlkampfgesicht.